In diesem Film zeigen wir Ihnen den Austausch der Bilstein B3 Luftfeder an der Hinterachse der Mercedes-Benz E-Klasse S211 mit Niveauregulierung, ohne Airmatic. Halten Sie sich an die im Film gezeigten Anweisungen. Erneuern Sie Luftfedern immer paarweise. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern und die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Für den Austausch der Luftfedern ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers zwingend erforderlich. Überprüfen Sie die Zugehörigkeit der neuen Luftfedern. Kontrollieren Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Nehmen Sie die Luftfeder aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass sie weder verdreht noch beschädigt ist. Lesen Sie während der Arbeiten aufmerksam die Montageanleitung und befolgen Sie strikt den Ablauf der Arbeitsschritte. Messen Sie die Länge der Bilstein-Luftfeder und vergleichen Sie diese mit der angegebenen Maximallänge in der Montageanleitung. Vor dem Ausbau der Luftfeder wird die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante gemessen und notiert. Achtung! Dies ist nur bei nicht zerstörter Luftfeder möglich. Heben Sie das Fahrzeug an den vom Hersteller vorgeschriebenen Aufnahmepunkten an. Demontieren Sie die Räder. Überprüfen Sie das gesamte Fahrwerk eingehend auf Schäden. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Entlüften Sie die Luftfeder vollständig mit Hilfe des Diagnosegeräts. Achtung! Dies geschieht in mehreren Schritten. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Tragen Sie bei Arbeiten am Druckluftsystem unbedingt die notwendige Schutzausrüstung. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig vom Druckluftverteiler, bis Sie das Geräusch ausströmender Luft wahrnehmen und warten Sie, bis sich der Restdruck abgebaut hat. Demontieren Sie anschließend die Druckleitung vollständig. Entleeren Sie die Luftfeder restlos mit Hilfe des Diagnosegeräts. Und verschließen Sie die Druckleitung. Schalten Sie die Zündung aus. Ziehen Sie bei Arbeiten an der Luftfeder stets den Zündschlüssel ab. Trennen Sie die Steckverbindung der elektronischen Leitung an der Luftfeder. Überprüfen Sie diese auf eventuelle Schäden. Demontieren Sie die Befestigungsschraube der Luftfeder und der Spurstange. Drücken Sie die Luftfeder mit einem geeigneten Werkzeug vom Fahrzeugboden ab. Lösen Sie die Druckleitung vorsichtig oben an der Luftfeder. Demontieren Sie die Druckleitung vollständig und verschließen Sie diese. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Entnehmen Sie die Luftfeder. Erneuern Sie den Halteclip. Die Montage der neuen Luftfedern erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Beachten Sie die Vorgaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Erneuerung von Schrauben und selbstsichernden Muttern und die vorgeschriebenen Anzugsmomente. Achtung! Alle beweglichen fahrwerksrelevanten Schraubverbindungen werden erst im fahrfertigen Zustand in K0-Lage festgezogen. Demontieren Sie die Verschlussschraube der Luftfeder. Entnehmen Sie den mittig eingesteckten Halter des Schneidrings. Erneuern Sie die Verschlussschraube und den Schneidring auf der Druckleitung des Fahrzeugs. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Schneidrings.
setzen Sie die neue Luftfeder ein. Montieren Sie die Druckleitung an der Luftfeder. Beachten Sie hierbei das vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene Drehmoment. Achten Sie darauf, die Druckleitung nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu quetschen. Verbinden Sie die Steckverbindung der elektronischen Leitung an der Luftfeder. Montieren Sie die Luftfeder am Querlenker. Montieren Sie die Druckleitung am Druckluftverteiler. Achtung! Lassen Sie das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung vollständig von der Hebeeinrichtung ab. Schließen Sie das Diagnosegerät an und stellen Sie die Verbindung her. Achtung! Mehrstufige Befüllung der Luftfeder. Befüllen Sie die Luftfeder nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Demontieren Sie die Abdeckung des Querlenkers. Heben Sie das Fahrwerk auf die eingangs ermittelte Fahrzeughöhe K0-Lage an. Richten Sie die Luftfeder mit Hilfe der Montagehilfe parallel zum Stoßdämpfer aus. Ziehen Sie die Verschraubung der Luftfeder am Querlenker fest. Entfernen Sie die Montagehilfe und montieren Sie die Spurstange. Montieren Sie die Abdeckung des Querlenkers. Starten Sie den nächsten Schritt der Befüllung mit Hilfe des Diagnosegeräts. Überprüfen Sie den Druckleitungsanschluss auf Dichtheit. Die Dichtheit des gesamten Systems muss unbedingt gewährleistet sein. Montieren Sie die Räder fachgerecht. Lassen Sie das Fahrzeug bis zum ersten Bodenkontakt der Räder mit der Hebeeinrichtung ab und starten Sie den Motor. Lassen Sie den Motor mindestens 2 Minuten laufen und senken Sie das Fahrzeug anschließend bei laufendem Motor auf das zuvor ermittelte Maß bzw. auf Serienhöhenstand ab. Ziehen Sie die beim Umbau gelösten Schraubverbindungen der Lagerungen fest. Beachten Sie hierbei die Vorgaben und Drehmomente des Fahrzeugherstellers. Führen Sie nach Arbeiten am Fahrwerk grundsätzlich eine Achsvermessung durch. Bilstein. Drive the Legend.